Obere Dorschli, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei habe ich TK Official und Mehmet Productions. Und in den Kommentaren habt ihr geschrieben, wir sollen unbedingt auf Milica Pavlovic reagieren, eine serbische Sängerin. Und die Thumbnails sehen sehr vielversprechend aus, sehr, sehr anziehend. Ja. Deswegen hat er sie auch gerade versprochen. Ja, deswegen musste ich Cut machen. Aber ja, okay. Ja. Das Lied heißt Baya Papaya und Nese Chamse. Ich bin sehr gespannt. Und nochmal, es tut mir leid, dass ich unterbreche. Falls er es falsch ausspricht, es tut uns leid. Wir entschuldigen uns für ihn. Und ja, fangen wir an. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Mhm. Aber das sind noch ein bisschen ältere Videos, ne? 2016, 2018. Genau. Die wurden so empfohlen. Ich bin gespannt. Okay. Falls sie aktuellere Videos haben sollte, so, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Oh! Hochzeitsding, ne? Oh, Banane. Oh, ihre Augen voll krass. Ja, ich glaube, es waren Kontaktlinsen, oder? Blau. Ich weiß nicht. Oh. Haltet mich auf! Wow, die sieht wirklich scheiße aus, ne? Papaya. Du bist schon mitten im Musikvideo drin, ne? Ich bin schon mitten drin. Ja, das bist du, das ist TK. Natürlich. Oh. Ananas, SpongeBob. Boah, ich glaube, Ananas ist ja ab jetzt meine Lieblingsfrucht. Ja, Banane, weil sie sitzt ja. Ja, die sitzt da drauf. Krasse Augen, wenn das echt Dinge sind. Mhm. Der richtige Model. Aber die Haare stehen ja auch voll, so diese Wellen. Ne? Ja. Ich finde Frauen, die können zwei Looks haben. Irgendwie. Wenn die Locken haben, können sie aussehen wie eine andere Person. Ja, irgendwie. Ist wirklich so. Hey Papaya. So richtig Ohrwurm, ne? Ja. Hey Papaya. Hat man direkt Bock, eine Papaya zu kaufen. Ja, ich gehe mir eine Papaya kaufen. Ich finde, wenn sie diese Locken hat, sieht sie so süß aus, und wenn die ihre Haare so Pferdeschwanz hat, so mehr so wild. So, ne? Ich finde eher andersrum bei mir so. Meinst du? Nicht hingucken, das ist zu heiß für euch, Ladies. Leider wissen wir nicht, um was das geht im Song. Ja. Ich habe keine Untertitel, leider. Es geht um Papayas und um Obst. Ja. Und um heiße Körper. Ui, ja, ja. Schreibt in den Kommentaren, ob er richtig übersetzt hat. Sie könnte man tauschen mit ihm? Sie gibt eine Massage. Okay. Ich wünschte, ich könnte das auch, ey. Dann kommt so Gold raus. Ja, ja, kotzt Geld raus. Ah, sie hat mega viele Musikvideos. Ja. Ah, das oben rechts schauen wir jetzt an. Oh, eine Stange. Ne, Setcham. Setcham. Ich glaube, hier müsst ihr mich festhalten. Ich weiß nicht, was das heißt. Also, falls einer von euch weiß, was das heißt, einmal in die Kommentare. Oh, das ist ein Balkan Traditional. Ja. Ich glaube, die Augen sind echt gefahren. Ja. Oh. Oh, je, 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 je. Oh, hey. Stopp.
Warum die Gitarre? Aber die Gitarre kommt irgendwie voll unerwartet so, ne? Ja. Ich muss kurz gehen. Wir machen das Video zu Ende dann. Da hat man voll Bock mit dir zu tanzen, so jetzt. Ja, ich weiß, dass du die Stange sein möchtest. Ja, scheiß auf die Stange, ich bin die Riesenhand. Ja. Sie auch, ihre Outfits sind auch krass. Also, ja, sie hat auch eine sehr schöne Stimme. Ja. Aber ihre Outfits sind alle so voll aufwendig, ist mir aufgefallen. Ja. Alle so am Glitzern, am Funkeln. Boah. Okay, jetzt. Jetzt müssen wir den Zwick heilen. Das M an ihren Ohrringen steht für Mehmet Productions. Oder für ihren Namen, Milza. Ja. Wir haben alle unsere Fantasie. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Rhythmisch, ne? So. Ja. Und das mag ich so am Balkan, ja. Da macht der Körper einfach automatisch mit. Der nimmt uns mit. We love you. Man muss schon Volinte sein, damit es versteht. Was? Volinte. Volinte. Oh mein Gott, Leute! FSK 18! Wow! Also die Szene mit den Stangen ist meine Lieblingsszene. Boah, die Stange brennt gerade. Wollim Tay sagt sie auch. Ja. AG, glaube ich. Wollim Tay, you too. Milica Pavlovic. Genau, bravo, bravo. Danke für die Empfehlung, meine. Ja. Dankeschön also, für die Empfehlung. Also, ihr seid die Besten. War echt schön. Ne? Es war echt gut. Ja. Es hat mich sehr entertained. Sehr, sehr. Ja, es hat mich sehr, sehr angezogen. Es hat mich sehr angezogen. Also ich sag einfach nichts dazu, weil ich bin einfach sprachlos. Also es war so gut, dass ich einfach nur still sein will und das genießen will. Falls ihr mehr Vorschläge habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Vergiss nicht, ein Like da zu lassen und zu subscriben, damit ihr kein Video mehr verpasst, keine Balkan-Reaction verpasst. Klickt auf die Glocke unten. Genau, dann sagen wir auch tschüss und bis zum nächsten Mal. Video.